Hallo Leute, willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Wir haben im letzten Pass den Beluga gefunden, von dem Page uns per MDS erzählt hat. Aber ein paar Kleinigkeiten fehlen dabei noch. Und wir werden mal sehen, ob wir das jetzt bei den Mamagos kaufen können. Mal sehen. Ab zu diesen Rhino-Typis. Mal sehen. Wir haben ja viele, viele Perlen. Also irgendetwas müssen wir uns schon kaufen können. Schiff. Schiff, geh weg. Wow, ja, das war knapp, ne? Ihr habt gedacht, ich ramme das Ding. Okay, jetzt habe ich die Wand gerammt. Naja, macht nichts. Es ist ein Hovercraft und zwar ein stabiles. Hell, Babuka und Isab, wir machen das, Mamago-Brüder. Gut. Hier haben wir alles gekauft. Da auch. Hier, für 20 Perlen. Und hier haben wir, okay, ich krieg gerade nicht beides. Okay, aber ich kaufe erstmal das hier leer. Kontoidentifizierung. Ja, das kaufen. Okay. Das kaufen. Das kaufen. Mama Groß, würdet ihr bitte diesen Automat wieder auffüllen? Er ist jetzt leer. Ja, ist schön für dich. Okay, nehmen wir erstmal den Flugstabilisator mit, denn... Ja, den hier. Weil wir haben ja vom Check-Up-Bericht erfahren, dass wir den Sternenantrieb nur für Raumflüge benötigen. So. Heißt, sobald wir dieses Ding eingebaut haben, können wir bereits damit fliegen. Aber halt noch nicht in den Weltraum. Ich weiß, das müssen wir ja tun, um auf den Mond zu gelangen, aber erstmal... lass mich hier durch. Ja, wenn wir uns den Sternantrieb geholt hätten, dann hätten wir halt... keine Dingens gekriegt. Bis später, meine Freunde. Keinen Stabilisator, dann hätten wir gar nicht fliegen können. Deswegen holen wir uns zuerst jetzt dieses Ding. Sehr gut. Was? Double H, der Leuchtturm. Sie haben ihn zerstört. Die Kinder! Schnell, Miss J! Vielleicht haben wir noch Zeit! Scheiße, schnell zurück! Vielleicht können wir noch helfen! Schnell! Oh mein Gott! Schnell, andocken hier! Schnell! Komm, Double H, wir haben keine Zeit! Komm schnell! Oh nein, die Kinder! Schneller, Miss J! Ja, ich kann nicht schneller. Komm mit! Komm mit! Vielleicht können wir noch irgendetwas tun! Nein! Pablo? Ben? Joa? Vorsicht, Miss Jade! Die Alphas könnten noch hier sein. Double H, Sie haben die Kinder! Kinder, wo sind sie? Ist hier jemand? Umi? Sasa? Alle weg! Alle Kinder verschleppt! Oh nein. Oh je. Wir kommen zu spät. Wir konnten nichts tun. Wuff. Wuff. Wenigstens du hast überlebt. Komm her. Armer Wurf. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du wolltest ihnen helfen. Du hast dir geschworen, auf sie aufzupassen, immer da zu sein, um sie zu beschützen. Ich weiß, Junge. Aber es ist alles anders gekommen. Die Kinder sind weg. Und du? Du konntest nichts tun. Du bist hier. Gesund und am Leben. Was glaubst du, wer du bist? Hast du geglaubt, du hättest etwas dagegen tun können? Nein, Wuff. Du hast dich getäuscht. Vollkommen und absolut getäuscht. Niemand kann etwas tun. Niemand kann etwas tun. Wir müssen jetzt gehen, Miss Jade. Es ist vorbei, Double H. Vorbei. Sie sind noch am Leben, Miss Jade. Paige, die Kinder, sie leben alle noch.
Wow, Leute, entschuldigt, dass ich jetzt gerade so ruhig war, aber diese Szene, ja, die nimmt mich jedes Mal wieder aufs Neue mit. Die finde ich, wow. Die geht echt nah. Das hat wirklich, wow. Da haben sich die Entwickler wirklich Mühe gegeben. Wirklich alles ist verloren, ist ja keine Kraft mehr. Double H ist schon dabei zu gehen, aber sie rafft sich nochmal auf und will es versuchen. Sie muss den Kindern und Paige helfen. Und sie will es auch, sie hat die Kraft. Und ja, was ich euch gerade noch sagen wollte, weil es mir gerade aufgefallen ist, Jade hat ein rotes, ein pinkes Höschen an, ja. Weiß nicht, ob man das dann bei YouTube sehen würde, aber es ist so. Das ist rosa, so. Oder pink. Nee, rosa. So, aber ist ja auch Nebensache. Im letzten Part, glaube ich, habe ich auch diesen zweibeinigen Otter fotografiert. Oh, Wuff. Ich kann nicht mit Wuff agieren, schade. Ja, diesen zweibeinigen Otter. Der ist nicht tot. Nein, der hat zum Glück überlebt. Der rennt jetzt hier irgendwo rum. Da unten ist er. Hallo, zeig dich doch nochmal. Seht ihn euch an, der ist voll süß. Der ist voll süß. So, aber genug rumgealbert. Komm, Double H. Wir versuchen, ob wir den Beluga starten können. Alle Kinder. Paige. Alle weg. Was? Was? Was, du Drecksmaschine? Du Drecksmaschine, komm da runter. Ja? Ja? Komm her. Du Mistvieh. Du elendes Alpha-Ding. Ja, gleich zwei, natürlich. Warum auch nicht? Lästiges Ding von der Alpha-Abteilung. Geh weg da. Double H, es wäre cool, wenn du mir helfen könntest. Aber nee, lass nur, lass nur. Ist okay. So, zuerst den einen erledigen und dann ist der zweite kein Problem mehr. So, einmal getroffen, zweimal getroffen und... Hey! Nein, ist nichts gebrochen, danke. Aber es wäre schon cool, wenn du mir helfen könntest. Ah, ich will jetzt hier meine Einheiten mitnehmen, so, bevor die wieder weggehen. So, kurz schießen lassen, drehen und Feuer. Feuer, habe ich gesagt. So. Noch einer. Was wollt ihr denn alle? So, Feuer, Feuer, Feuer. Einfach draufhalten hier. Mann, der bewegt sich so kacke. Er bewegt sich so ends kacke. Komm, flieg schon. Flieg doch schon. Ja, jetzt nicht mehr. Ich frage mich gerade, ob ich ihn mit einer Superattacke treffen könnte. Ich versuch's mal. Aufladen und Feuer. So. Ja, und wie ich ihn treffe. Wow, so schnell hole ich den vom Himmel. Okay, für die Kamera war es jetzt vielleicht nicht so gut, aber... Macht nichts. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht. Schön. Schade, dass ich hier keine Uhr habe, weil es gibt hier drüben noch ein Tier, das, glaube ich, nur in der Nacht auftaucht. Habe ich jetzt recht die Möwen? Versuchen wir mal. Zack. Ja, die Möwen habe ich. Ja, und ich glaube, das Tier kommt irgendwo da hinten. Jetzt ist hier kein Tier, nein. Ja, aber hier irgendwo war es doch. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt nur bei Nacht. Was? Ach so, das war's bloß du. Jo, wir müssen in der Nacht mal noch hier hin. Muss halt sein, nicht wahr? Da ist auf jeden Fall noch ein Tier, das weiß ich. Ansonsten weiß ich gerade spontan nicht mehr, wo noch Tiere sind, aber ich glaube, bisher haben wir alles. Ich glaube. Aber genug gelabert, wir gehen jetzt zum Beluga. Mal sehen, ob wir den irgendwie gestartet kriegen. Abgehoben, sagt man ja. So, drücken und die Tür geht erneut auf. Ein gutes Versteck, muss man schon sagen, Paige. Kommt man jetzt nicht unbedingt drauf. So, aber jetzt das Ding hier einsetzen. So, eingelegt. Gut. Keinesfalls werde ich diese Kiste wieder betreten. Nicht bevor sie wieder tipptopp in Ordnung ist. Versuch's doch mal. Das sollte reichen. Das Schiff ist wieder voll von... Ja, lass uns das mal abwarten. Zeit für einen Test. Ja, Testflug. Ja, das tun wir jetzt gerade, Double H, ja. Nur so aus. Ja, sei froh, dass ich dir das sage. Ja. Hillis. Da hinten noch das riesige Rochenvieh-Dingens. Wow. Da, aus dem
erloschenen Vulkan steigt der Beluga auf. Wow, majestätisch. Und jetzt der Clou am Ganzen ist. So, wir docken mit dem Hovercraft an, dass das auch immer dabei ist. So, ankoppeln. So, perfekt. Was? Schon wieder Alarm. Warum? Schon wieder dieses verdammte Kackvieh. Komm her. So, jetzt wird richtig gekämpft. Jetzt kann ich auch fliegen. Feuer. Und Feuer. So, du hast keine Chance jetzt hier. Hallo, ich habe dich schon mit meinem Hovercraft fertig gemacht. Wie soll denn das nun auskommen hier? Ich habe hier ein verdammtes Raumschiff, hallo? Bomm! Ja, das macht nichts, Jade. Ups, das war scheiße. Feuer! Und Feuer! Bums und ein letztes Mal. Zack! Was? Er lebt immer noch. So, jetzt aber. Kaputt und eine Perle. So. Ja, die Viecher sind jetzt definitiv kein Problem mehr. So. Und hier ist da gerade noch was ins Auge gestochen. Auf der schwarzen Insel befindet sich eben... Wow, der riesige Walfisch. Ist jedes Mal wieder episch, wie ich finde. Ja, auf der schwarzen Insel gibt es auch einen Vulkan. Warum sehen wir uns mal nicht an, was es hier drin so gibt? So. Nun bleibt der Beluga nämlich da. Und wir können uns mit dem Hovercraft umsehen. Schatz des Vulkans. Ja. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Warum? Der Schatz soll von einer Krohax-Kolonie bewacht werden. Meinetwegen, sollen die Krohax doch kommen. So, du bist neu. Ja. Aurelia Magnificens. Okay. Jo, danke. So, ja, ich bin gespannt, ob wir... Da ist was drin. Ob wir wirklich alle Tiere finden. Ich hoffe mal. Oh, mehr Energie für unser Beluga. Nehmen wir. Und dann Boost. Ja gut, Boost brauchen wir eigentlich nur für das Hovercraft. Für den Beluga an sich ist das Ding wertlos. Aber macht nichts. Macht alles nix. Oh, euch haben wir schon, ja. Gut, ist hier sonst noch irgendwo ein Tier? Nö. Was sagst du zum Hovercraft? Modell nicht gelistet, ja, ist eine Eigenbauding von der Page vermutlich. Okay, das ist wieder so ein Totenkopf-Symbol. Na, super! Super toll! Ich fühle mich doch gleich schon viel sicherer. Okay. Hier entlang, Mr. Was? Wo bist du? Double H? Ah, ja. Hier entlang und du bist hinter mir. Ja, ich glaube auch. Hm. Wo soll ich denn bitte hingehen? Zu weit. Aha. Aha. Ah, hier. Da kann ich vermutlich rüber. Ja, kann ich. Aber dieses Schild da oben macht mich irgendwie nervös. Macht nichts. Macht alles nichts. Wir werden erstmal für... TNA. Team. Ich wollte gerade sagen, dass ich dir einen Weg frei mache. Aber wenn du ständig dazwischen laberst, dann kannst du eigentlich auch gleich zurückbleiben. So, komm jetzt. Danke, ja, kein Problem. Kein Problem. Ich finde es ja auch gut, wenn du mitkommst. Dann fühle ich mich nicht so alleine und... Oh Gott, da war... Oder ist ein Korax. Bist du ein eigenständiges Tier eigentlich? Ne? Ne? Nein, bist du nicht. Du bist ein normaler Korax. Dich habe ich auch schon fotografiert, ja. Gut. Korax, ja gut, genau die wollen wir haben. Kommt her, ihr Viecher. Zack, aufladen und bam, 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 bam. Mann, ups. Verzeihung, Double H. Verzeihung. Wollt ihr eigentlich nur helfen? Ja, gut. Ich kümmere mich um 2 und du dich um 1. Das ist schon in Ordnung so. So, du bist auch tot. Mann, Double H. Danke. Was kannst du eigentlich? So, zack, weg. So. Cool. Alle 3 Perlen bitte mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Und da hinten ist ein Weib. Und da ist gleich nochmal einer. Okay. Das Vieh holen wir uns. Aber erstmal holen wir uns ein paar Einheiten. Wunderbar. Halt, noch mehr. So. Da ist er. Komm her. Ja gut, nur einer. Ja gut, nur einer. Wo ist er jetzt? Da, da, da. Wolltest du dich verstecken oder wie? Ja? Nicht mit mir, Freundchen. Gib mir deine Perle.
nehmen. Sehr schön. Noch eine. Gut. Dann funktioniert das von dieser Seite? Ja, irgendwie nicht. Wie kommen wir darüber? Irgendwo haben wir eine Abzweigung vermutlich verpasst. Was? Was zum? Wo kommt ihr her? Ja, dann komm her, Double H, und hilf mir. Ja, ich treffe immer wieder Double H. Stirb jetzt! Stirb jetzt! Double H, machst du auch mal was? Irgendwie nicht. Okay, dann halt nicht. So, nochmal zwei Perlen. Gut! Aber vor lauter Perlen sammeln habe ich gar nicht gesehen, dass der Part schon wieder vorüber ist. Ich stelle mich noch kurz dahin. So, da. Wo es dann auch weitergeht. So, hierhin. Double H, kommst du auch? Double H? So. Gut, Leute, das war's für heute mit Beyond Good and Evil. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.